Im heutigen Test haben wir wieder mal was für unsere Reisefreunde, ein RL Splitboard, ein Twin-Tip-Design, was fast genau mittig geteilt ist. Wir haben nur eine ganz leichte Überlappung eines insgesamt halt sehr sauber verarbeiteten Boards und in den kleinen Details zeigen wir euch nochmal kurz, wie das Ganze hier von der Montage aussieht und wie weit das so überlappt. Dadurch, dass es hier keine Wellenform hat, kommen wir hier auf ein geringeres Maß, was auch in so ziemlich jeden Koffer passt. Das Ganze wird hier mit 7 Schrauben verschraubt und da das alles sehr sauber gearbeitet ist, geht das Ganze auch leicht und schnell von der Hand. Im Kantenbereich kann man sehr schön sehen hier, dass da fast ausschließlich mit GFK gearbeitet wird. Nur in den Tipps und an den Enden ist die Kante mit einem angegossenen PU gestaltet. Und dank der sehr leichten Patch-Laufen- und Griffkombination hält sich hier das Gesamtgewicht für dieses Splitboard absolut in Grenzen. Wir haben hier einen gleichmäßig konstanten Rocker von 3,6 cm auf 137 cm Länge. Das führt zu einer wirklich sehr zügigen und flotten Beschleunigung und auch das Angleitverhalten ist hier wirklich äußerst flüssig und man erreicht doch sehr schnell eine hohe Endgeschwindigkeit. 4 cm langen Finnen sind sehr gut positioniert. Dementsprechend haben wir hier auch eine ganz saubere Führung des Brettes. Aber es trackt hier nicht übertrieben. So, es bleibt halt dabei immer noch etwas beweglich. Insgesamt haben wir hier auf dem Ambin-Kurs durchweg gute Leistungen. Es liegt auch daran, dass die Outline hier nicht zu stark verrundet ist. Also wir halt auch sehr leicht eine recht lange Kante im Wasser haben. Möchte man das Board unter sich drehen, sprich also switchen, so benötigt man hier einen mittleren Kraftaufwand. Insgesamt ist das Ganze hier mittellos abgestimmt. Man hat auch bei leichtgewichtigeren Personen, 1,37 kann auch mit weniger Gewicht gefahren werden, hier überhaupt kein Problem, das Board unter sich Surface gut zu kontrollieren. Damit die Rockerlinie kontinuierlich erhalten bleibt, hat RL das Board im mittleren Teil natürlich halt sehr versteift, sprich halt sehr hart gemacht. Das gibt halt insgesamt natürlich einen nicht ganz so homogenen Verlauf vom Flex. Dementsprechend wirkt das Board auch bei der Drehfreude nicht ganz so lebendig als ein Board ohne das Splitboard-Prinzip, also ohne das geteilte Prinzip. Nichtsdestotrotz kann man hier halt in engen Radien, nicht in sehr engen Radien, in engen Radien mit etwas mehr Kraft halt und auch in weiten Radien sauber mit Zug auf der Kante schöne Turns fahren. Die von uns getestete Länge in 137 cm Länge besitzt in einem Körpergewichtsbereich von 70 bis 90 Kilo plus hier eine gute Laufruhe. Die festere Abstimmung im Mittelteil des Boards ist definitiv spürbar, macht aber eher ein sportliches Feeling, als dass man es als unkomfortabel bezeichnen könnte.
ein minimales Catchen. Der Fin ist nur spürbar in wirklich sehr kabbeligem Wasser und wenn man etwas zu viel Druck auf den vorderen Fuß gibt. In puncto guter Kontrolle verhält sich das RL Splitboard insgesamt halt sehr präzise, auch wenn es halt wie gesagt nicht ganz so spielerisch ist wie ein nicht geteiltes Board. Nichtsdestotrotz ist man hier immer Herr der Lage. Auch die Kante greift halt stets ausreichend sauber und gut und es lässt sich schön lösen. Und dazu kommt, dass wir sehr angenehme Fußschlaufen haben. Über die Kante des RL Splitboards lässt sich sehr gut Spannung erzeugen, sodass hier ein Absprung insgesamt halt wirklich von 70 bis 90 Kilo leicht fällt. Um das optimale Ergebnis zu erzielen, braucht es einen mittleren progressiven Ankantvorgang. Schön ist, wie frei und einfach sich das Board von der Wasseroberfläche löst. Und auch, dass wenn man nur über Sheet and Go arbeitet, ist gerade dieses Lösen des Boards von der Wasseroberfläche natürlich essentiell. Ein Punkt, der ebenfalls angenehm ist, die Landung. Hier läuft alles sofort wieder sauber in der Bahn. Die Finnen bekommen sofort Führung und man hat halt wieder automatisch eine korrekte Spur. Also da schlingert nichts, da bricht nichts aus. Das ist hier sehr schön kontrolliert. Board of Fans müssen natürlich halt ein klein wenig die bittere Pille des etwas höheren Gewichts durch das Splitboard-Prinzip schlucken. Allerdings ist das Eigengewicht von 3,36 Kilogramm hier gar nicht so hoch ausgefallen, sodass das Gewicht zwar spürbar ist, aber nicht wirklich negativ ins Auge fällt. Und schauen wir nur auf den reinen Pop, also wenn wir den Schirm nicht für den Absprung zur Hilfe nehmen, sind die Leistungen hier befriedigend. Bei den Splitboards insgesamt ist natürlich immer das Problem, diese Rockerlinie kontinuierlich aufrecht zu erhalten, da der Druck der Füße durch die Fußlaufenposition ja weiter außen sitzt. Somit wird halt das Board im Prinzip immer leicht negativ gebogen. Damit würde man immer die Rockerlinie zu flach drücken. RL hat es geschafft, hier mit seiner Abstimmung über die Festigkeit der Materialien einfach eine kontinuierliche Rockerlinie aufrechtzuerhalten, sodass hier wirklich Fahrleistungen wie von einem nicht geteilten Board entstehen. RL hat sich schon auch bei den nicht geteilten Boards halt oftmals in unseren Tests erwiesen, dass es sich hier wirklich um wirklich gute Freeride-Boards handelt, die keinerlei Wünsche offen lassen. Und das Gleiche gilt auch für das RL-Splitboard. Wie gesagt, ein geringeres Körpergewicht als 70 Kilo würden wir nicht unbedingt empfehlen, weil es sonst halt dem Fahrer oder der Fahrerin zu hart erscheinen würde. Und bis 90 Kilo kann das Board auch in 1,37er Länge von der Festigkeit hier ohne Probleme jederzeit top kontrolliert werden. Große Ansprüche an das Fahrkönnen, um hier die Fahrleistung abrufen zu können, bestehen nicht. Also auch die Eignung für geringere Könnenstufen ist hierzu hundertprozentig gegeben. Und angesichts eines Verkaufspreises von 589 Euro ist das hier auf jeden Fall mal eine absolute Empfehlung.